Ja, am besten fangen wir mit dem nächsten Mal, wenn Baker mal wieder Zeit hat, ob der uns vielleicht so eine kleine. Wieso ist da ein Sleeping Bag drin? Da war gerade im Crafting Grid, war hier ein Sleeping Bag drin. Nicht meins. Ja, kann meiner gewesen sein, aber ich frag mal einfach jetzt nicht wieso. So, Pumpe. Dich zu fragen ist meistens die beste Entscheidung. Ja. So, einmal, zweimal haben wir. Und jetzt noch Pumpe. Einmal, zweimal haben wir. Jetzt brauchen wir die Advanced Circuits. Ja, wir haben dazu gelernt. Wir haben schon mal ein paar Alloyplatten auf Vorrat gemacht. Ja. Ja, du. Danke. Wie kommen wir an Glas? Harten. Ach, da gibt es noch Harten. Lead oder Pulverized Obsidian. Haben wir noch ein bisschen Obsidian? Wenn, dann ja wohl hier, ne? Ich glaube, wir haben echt kein Obsidian mehr. Das ist jetzt verdammt doof. Okay, wir schicken dann also auch demnächst wieder den. Hier sind vier Cobblestone, sie kommen runter. Wir schicken dann auch wieder den Miner auf Tour wegen Obsidian. Kann man da noch ein Glas nehmen? Oh, fickend. Perfekt. Fickend Glas haben wir sogar. Siehst du, haben wir doch. Und wir haben einen Vakuumfreezer. Den klatsche ich. Hier ist der Aquarius. Dann sollte hier wieder Platz sein. Der braucht aber meine ich auch noch, ne? Und so, oder? Du solltest jetzt mal gerade meinen Blick sehen. Wieso? Der Vakuumfreezer an sich ist ja kein Problem, bloß weißt du, was der für ein Casing braucht? Was? Der braucht nicht mehr Standard und Reinforced, der braucht schon Reinforced und High. Au. Okay, der Vakuumfreezer steht zwar schon mal bloß ohne Casing, also können wir noch mal ein bisschen warten. ja. Auch noch ja, was? etwas. Ja, wir haben schon mal. Was können wir jetzt noch so machen? Okay, also ich habe es gerade mal ausgerechnet, wie viele Selenation Blocks ich noch brauche. Wie viele? 668. Passt doch. Ich könnte jetzt auch noch den Kupfer ausrechnen, wie viel ich noch brauche, aber ich lasse es mal lieber. Was soll ich jetzt mal machen? Was? Weil ich gerade nichts besser zu tun habe, mache ich schon meinen zweiten Miner. Okay, viel Spaß. Ich hab's einmal gemacht und ich fand's scheiße. Halt. Wann hast du einen Digital Miner gebaut? Den haben wir doch zusammen damals gebaut. Hast du noch mal ein bisschen Singleplayer gemacht, oder? Ach stimmt ja, das war ja die Ultimate Energy, der Ultimate Energy Cube, den habe ich alleine gemacht, wo ich mit den Obsidian-Problemen hatte. Ne, hast du einmal alleine gemacht, danach nie wieder. Ja. So ein Scheiß, ne?
Wann kommt er an? Habe ich die Elektrizität? Okay. Ist irgendwie ein bisschen dumm oder? Weiß ich nicht, was ist denn? Aber der zieht nicht alles nach. Von was? Das ist noch ein Atomic Core. Von meiner. Ah ne, das hat er nicht nachgezogen, weil er kein Zahl war. Hey Christian? Ja. Wir haben einen zweiten Miner. Kurz davor, um mir eine Facepalm zu geben. Wieso? Weiß ich nicht, erklärst du mir. Ach, wir brauchen noch einen zweiten Dimensional Transceiver. Gut, das wird dann halt wieder mal eine Crafting-Runde. Oh, okay, aber nice. Was ist? Wir brauchen Obsidian dafür. Viel Spaß! Wie kommt man am besten? Jetzt doch einfach schnell im Igneous Extruder her. Ich bin gerade am. Ja, das ist glaube ich das Beste. Na und her mit dir. Ah, okay, das braucht noch ein bisschen. Fülle ich dann nach der Aufnahme wieder auf. Ah, ich habe die eine Salination Plant abgebaut. Machst du das jetzt alles in einer Reihe oder wie machst du das? Nee, ich hatte mir dafür eine andere Möglichkeit ausgedacht. Ja, mach du da mal. Wenn du dann mal mitkommst, kann ich dir das schöne Plätzchen zeigen, was ich mir da ausgesucht habe. Mach mal gleich, ne? Okay. Haben wir noch. Davon brauchen wir wie viel von Vibrant Alloy? 4. Ah ja, ich will noch mal gucken, dass ich wirklich demnächst noch mal Bienen, sagen wir es mal so, es geht bisher bei mir schleichend voran, weil ich irgendwie wenig Lust habe, aber irgendwie auch, aber eher weniger. Auf jeden Fall will ich noch mal gucken, dass ich demnächst mal mit Gendostree arbeite. Da habe ich es mal bei Butzowat bei Agrarian Skies gesehen. Und das scheint mir schon auch ein guter Mod zu sein. Und Glowstone. Und Enderperlen haben wir. Oh, wir haben 114 Enderperlen. Jetzt 111. Ich habe die andere verarbeitet. Was? Für die. Ender Energy Conduit. Ja, habe ich gesehen, dass du da was gemacht hast. Es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich es hinbekommen habe, dass das vernünftig läuft. Ich will nur mal kurz einen Schock geben. Ja, läuft. Ja. Ich habe mir mal gerade das Rezept für eine EDSU angeschaut.
Warte. Ne, ED. ID, EDS. IDSU. Die Interdimensional Storage Unit. Und ich muss sagen, nein, einfach nein. Kann ich verstehen. Ich glaube, das braucht doch auch erstmal ein bisschen, bis wir die voll haben, ne? Ein bisschen. Wie sieht das hier aus? Dauert sehr, sehr lange. Ne? Viel Spaß beim Craften, ne? Ja, ich mach das nicht. Das kannst du glauben. Allein schon, wie viel Tanks wir dafür brauchen. Ja, in Tanzen kommen ja noch nicht so viel ran. Ich meine, es besteht die Möglichkeit, da anzukommen, bloß es ist wirklich wenig. Platin fühlt sich auch schon an. Das gefällt mir. Entschuldigung, dass ich mal gerade trinken musste, aber ich habe einen richtig trockenen Hals gerade. So, wenn wir aber an den Tanken kommen wollen, dann müssen wir ins End. Keine Und andere Möglichkeit? findet man in der Erde irgendwie so einmal was. Also kann man nicht anders herstellen. Herstellen, eine Möglichkeit gibt es, aber dafür bräuchten wir einen Tungsten. Und ich glaube, das wird dir jetzt nicht gefallen, wenn ich hier sage, wie. Hier. Wir bräuchten dafür Jojometer. Können wir ruhig machen, aber was bringt's uns, ne? Ich glaube, ich bin gerade mal so ein bisschen blöd. Haben die auch schon? Ah, okay. Die haben auch schon. Dann würde ich nur so halbwegs doof. Ja, doof. Ich bin nur so halbwegs doof. Ach, da ist ja noch mal. Mann, musst du immer so laut furzen? Ja, muss verstehen. Bin jetzt schon auch so 19 Jahre, es geht schon langsam auf die Rente an und da kann ich mich halt nicht mehr so richtig drauf. Ah, okay. Ja. Ich versuch's ja schon, aber. Was machst du da gerade? Steel Casings. Wofür? Weißt Wir du was? brauchen einen zweiten Crafting-Monitor, ne? Weißt du, was ich gerade machen will? Crafting-Monitor? Ja. Nee, wir brauchen eine Conversion Matrix. Weiß nicht, ich gerade mein Rezept da rein, dann kommt deins. Lass mich das gerade mal machen, ne? Ja. Woran hab? Wir haben keine Prozessoren mehr. Das ist scheiße. Jetzt haben wir einen.